Hallo und herzlich willkommen zum Tiermagazin Pluto. Der Winter hält Einzug in Südtirol. Hochsaison für Südtirols Jäger und Wildhüter. Sie müssen den Wald für die Tiere im Winter vorbereiten. Außerdem stellen wir Ihnen einen lieben, etwas mürrisch dreinschauenden Familienhund vor, die englische Bulldogge. Und unsere Tierärztin erzählt uns, was Sie bei Infektionskrankheiten von Hunden und Katzen alles wissen sollten. Jetzt kümmern wir uns aber um die Fledermaus. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und damit endet auch das UNESCO-Jahr der Fledermaus. Dieses wurde ausgerufen, um der Fledermaus mehr mediale Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Der Burgstaller Christian Drescher hat die Arbeitsgruppe Rettet die Fledermaus gegründet und wir haben ihn bei seiner Arbeit begleitet. Seit über 20 Jahren widmet sich Christian Drescher in seiner Freizeit der Fledermaus. Damals hat er seine Diplomarbeit über das kleine Säugetier geschrieben. Weltweit gibt es über 1000 Fledermausarten. Alleine in Südtirol zählen wir 25 verschiedene Arten. Doch es werden immer weniger. Hauptursache ist der Mensch, so ganz global gesagt. Sei es, dass durch die veränderte menschliche Landschaftsnutzung Nahrungsquellen ausbleiben für die Fledermäuse, also weniger Insekten da sein. Sei es, dass die Quartiere von den Fledermäusen nicht mehr da sein, weil sie verschlossen werden, weil Dachböden ausgebaut werden und so weiter. Damit es nicht noch weniger werden, hat Christian Drescher gemeinsam mit anderen Biologen die Gruppe Rettet die Fledermaus ins Leben gerufen. Sie versuchen gemeinsam Lebensräume für die Tiere zu erhalten. Die Aktivitäten sind ziemlich weit gespannt. Das fängt an bei Forschungsprojekten. Man muss ja wissen, was man schützen will und wie man bestimmte Arten schützen kann. Über Bestandsaufnahmen und Bestandskontrollen, über den Schutz von einzelnen und die Betreuung von einzelnen Fledermausquartieren beziehungsweise auch einzelne Fledermäuse, die gefunden werden, verletzter oder geschwächter, dass man die wieder schaut aufzupappeln und möglichst in Freiheit zu entlassen. Ein wichtiger Teil der Aufgabe der Gruppe ist auch die Aufklärung. Immer wieder wird Christian Drescher in Schulen eingeladen und berichtet dort über die Eigenheiten der Fledermaus. Besonders junge Menschen sollen für dieses Thema sensibilisiert werden. Die meisten Fledermausarten sind Kulturfolger. Das heißt, die halten sich, vor allem was die Verstecke betrifft, in der Nähe des Menschen auf. Und deswegen muss man, wenn man mit Fledermausschutz arbeitet, mit Menschen arbeiten. Das ist ganz wichtig. Man erlebt dann auf der anderen Seite, muss man schon sagen, mit den Schälern eigentlich ganz eine großartige Offenheit. Also sie sind ganz begeistert, wenn sie so ein Tier einmal aus der Nähe sehen. Und aber es ist ganz wichtig, eben, dass sie eben das Erlebnis, die Möglichkeit haben. Fixer Bestandteil des Fledermausunterrichts sind auch die abendlichen Exkursionen. Fledermäuse sind nachtaktiv. Weil man die Fledermäuse im Dunkeln nur schwer erkennen kann, ist Drescher mit einem Fledermausdetektor ausgestattet. Dieser wandelt die Ultraschalllaute der Fledermäuse in für Menschen hörbare Töne um. Zurück im Klassenraum. Jetzt können auch die Schüler endlich ein lebendes Objekt betrachten. Drescher zieht verletzte Tiere mit der Pipette auf. Er kann dabei das Verhalten der Tiere genau studieren. Die Schüler sind ganz begeistert von den kleinen Tieren. Also mich fasziniert es, dass sie, ohne dass sie etwas sehen, dass sie da echt überall hinkommen. Mich fasziniert, dass sie hören mit den Augen und dass sie, wenn es ganz still ist, Geräusch, dass sie das von Weitem hören. Also mir gefällt, also wie sie fliegen und wie sie denn das schaffen, also die verschiedenen Tiere, ob sie giftig sein oder nicht, dass sie das erkennen. Mittlerweile sind die Fledermäuse im Winterschlaf. Sie verstecken sich dafür in Höhlen, Grotten und auf Dachböden. Drescher stattet ihnen ab und zu einen Besuch ab und zählt die Exemplare. So kann er den Bevölkerungsstand kontrollieren. Große Schwärme wird man in Südtirol allerdings nicht antreffen. Kopfüber hängen sie von der Decke und warten auf die ersten warmen Tage. Faszinierende Tiere, diese Fledermäuse. Die Infektionskrankheit Leishmaniose tritt immer häufiger auf. Wie sie ihre Hunde und Katzen davor schützen, das weiß unsere Tierärztin.
Die Leishmaniose ist eine bei Mensch und Tier auftretende Infektionserkrankung, die durch intrazelluläre protozoische Parasiten verursacht wird. Die Übertragung erfolgt über die Sandmücken, aber immer häufiger auch über die Tigermücken. Außer den Menschen sind bei unseren Haustieren hauptsächlich die Hunde betroffen und in geringerem Maße auch Katzen. Die Krankheitssymptome sind sehr vielfältig und beeinträchtigen hauptsächlich das Immunsystem im Inneren und am meisten die Haut im Äußeren. Es treten Schuppenbildungen, Pustelbildungen, Hautgeschwüre und Krallenverkrümmungen auf und meistens auch Schädigungen von Leber, Niere, Darm, Knochen und Augen. Wird die Krankheit nicht behandelt, so verläuft sie meistens tödlich. Die Therapie ist langwierig und eine vollständige Heilung ist leider nicht möglich. Deshalb ist es von großer Bedeutung, diese Krankheit vorzubeugen, denn sie ist schon im ganzen Mittelmeerraum verbreitet. Im Trentino gibt es schon einheimische Fälle und Südtirol wird auch nicht mehr lange verschont bleiben. Seit heuer steht auch ein Impfstoff zur Verfügung, der das Risiko einer Infektion sehr verringern sollte. Die Hunde sollten allerdings noch im Winter geimpft werden, bevor die Mücken auftreten. Mein großes Anliegen ist, unsere Hunde vor dieser Infektion zu schützen. Deshalb unterschätzt bitte diese schlimme Krankheit nicht und befragt rechtzeitig euren Tierarzt. Im Spätherbst haben die Jäger vom Jagdrevier Schlanders alle Hände voll zu tun. Das Heu für die Wildfütterung im Winter muss auf die Alm gebracht werden. Rechtzeitig, noch ehe die Schneedecke die Forststraße unpassierbar macht. Dann kann auch für das Rotwild im Schlandrauner Tal der Winter Einzug halten. Die Natur hat das Rotwild ausgezeichnet an winterliche Notzeiten angepasst. Die Körpertemperatur sinkt, der Stoffwechsel ist reduziert, die Bewegungsaktivität gering. In Millionen von Jahren haben sich die Tiere an den Nahrungsmangel in den Wintermonaten angepasst. Ihr Umfeld aber hat sich in den letzten Jahrzehnten drastisch verändert. Der Mensch stört immer mehr die Ruhe der Wildtiere. Und so drängen die Tiere bei ihrer Futtersuche im Winter immer näher an die Zivilisation heran. Im Schlandraunertal versucht man dies mit der Fütterung des Wildes im Winter zu vermeiden. Mit den Vorbereitungen für den Winter geht's in aller Frühe los. Vom Innereckerhof am Sonnenberg wird das Heu auf die Schlanderer Alm gebracht. Der Jagdaufseher Hans Primisser ist dafür zuständig. Ja, mit der Fütterung geht es nach der Jagd los, meistens. Die letzten Jagdtage so. Wenn drinnen halt ziemlich viel Schnee ist und man mit den Autos nicht mehr reinkommt, dann fahren wir langsam an, weil es das Wild auch schon zur Fütterung kommt. Und je nach Witterung immer um. Im Morgengrauen, nach einigen Kilometern anstrengender Fahrt auf der engen Forststraße entlang des Schlandrauner Baches, liegt die Alm vor uns. Im Winter ist die Straße hier herauf nicht befahrbar. Deshalb muss das gesamte Heu für die Winterfütterung auf die Alm gebracht werden, bevor der erste Schnee fällt. Ja, angefangen hat es so, vor ich Aufseher gewesen bin ich in Ausschuss gewesen. Und da hat man auch mit den Bauern hat man da mal drüber geredet, man kann es nicht mal probieren, eine Fütterung zu machen drinnen, damit das Wild nicht so ausdrückt im Winter, vielleicht wird es besser. Und so ist das zustande gekommen. Dann bin ich schon dabei gewesen und habe das eigentlich mit den Kollegen gemacht. Und dann als Jagdaufseher habe ich es wieder übernommen. Wenn das Heu auf die Alm gebracht wird, packen alle fleißig mit an. Die Jäger vom Jagdrevier Schlanders. Drei Fuhren Heu, 600 Ballen insgesamt, werden als Vorrat für die Winterfütterung in der Scheune eingelagert. So, die erste Fuhre an Heu ist verstaut. Gefüttert wird das Rotwild im Winter auf einer Lichtung gleich unterhalb der Alm. Hans Primisser schaut sich schon mal um, ob auch alles in Ordnung ist und bereitet alles vor. Gefüttert wird von Anfang Mitte Dezember bis Mitte April. Zu Fuß macht sich Hans um 6 Uhr früh auf den Weg hier herauf, bei jedem Wetter.
jeden zweiten Tag, und zur gleichen Uhrzeit, halb in der Früh. Weil das Wild stellt sich ja auch darauf hin, weil wir wissen ja genau, wenn gefiedert wird, das muss genau passen. Man kann nicht einmal Nachmittag reingehen oder einmal hat man vielleicht keine Lust. Das muss einfach passen. Das muss morgens in der Früh gemacht werden und das soll zur richtigen Zeit. Das Wild hat einen Rhythmus und es kommt dann genau in der gleichen Zeit zur Fütterung und dann muss es halt passen. Am Innerecker Hof wird schon gleich die nächste Fuhre an Heu hergerichtet. Die Wildfütterung hat nicht nur Befürworter. Manche sagen, lassen wir das Wild doch wild sein. Oder füttern ist gar nicht notwendig. Notwendig, sagen wir, wie wir jetzt haben, war es nicht notwendig. Es ist für uns ist eine Wildverlagerung, damit das nicht da heraus um die Wiesen, um die Hefe umsteht. Weil wenn da 30 Stück Radwild auf dem Hof rumliegen den ganzen Tag, sehen die Bauern auch nicht so gerne. Und dann haben wir gesagt, es muss ja nicht sein, weil da auf Sonnenberg, das kam ja aus. Und so bleibt es halt drinnen. Und drinnen macht es keinen Schaden. Und drinnen kann es wild ja sein. Heuer soll ein strenger Winter kommen, heißt es. Auf der Schlanderer Alm steht das Heu für die Wildfütterung schon bereit. Der Winter kann also getrost Einzug halten im Schlandraunertal und die Wiesen und Wälder in eine sanfte, weiße Schneedecke hüllen. Und nun zu unserer Rubrik über die Hunderassen. Sie schaut zwar etwas grimmig drein, ist aber im Grunde ihres Herzens äußerst liebenswürdig. Die englische Bulldogge. Viele Menschen fürchten sich demnach zu Unrecht vor dieser Hunderasse. In unserer Serie über die Hunderassen stelle ich Ihnen heute die englische Bulldogge vor. Die englische Bulldogge ist eine sehr alte britische Hunderasse. Sie wurde erstmals im 13. Jahrhundert erwähnt und wurde damals als Kampfhund im Kampf gegen Bullen und im Kampf Hund gegen Hund eingesetzt. Im 19. Jahrhundert wurden Hundekämpfe in England verboten und so verschwand die Rasse allmählich. Erst Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Rasse wieder gezüchtet. Ziel war jetzt nicht mehr ein Kampfhund, sondern ein friedlicher Familienhund. Die englische Bulldogge ist für ihre Körpergröße ein sehr schwerer Hund. Sie wiegt ca. 25 Kilo. Charakteristisch ist die breite Brust und die kurze Schnauze. Die englische Bulldogge ist ein sehr aufmerksamer Hund, grimmig im Aussehen, aber sehr friedlich im Wesen. In den letzten Jahren kam es durch Extremzuchten zu großen gesundheitlichen Problemen bei dieser Rasse. Deshalb steht heute bei der Zucht vor allem die Gesundheit im Vordergrund. Wer sich einen besonderen, kinderlieben Familienhund wünscht, wird mit einer englischen Bulldogge sehr viel Freude haben. Zum Abschluss zeigen wir Ihnen noch Tiere, die ein neues Zuhause suchen. Im Namen unseres Teams darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen verabschieden und würde mich freuen, Sie auch nächstes Jahr wieder bei Pluto begrüßen zu dürfen. Bis dann, auf Wiedersehen.